zu und hallo Leute, willkommen beim Challenger Bagabra LP. Ich bin's mal wieder Chupacabra und heute machen wir mal ein neues Projekt. Ja, ein neues Projekt. Ja, was ist es denn? Ja, ich spiele alle sozusagen, es ist ein Let's Watch Leech. Ja? Also es heißt Let's Watch Leech. Da seht ihr mal, wie ich einfach nur Leech spiele, so ab und zu, weil ich spiele Leech eigentlich sehr oft. Und ja, ich habe ich nehme das jetzt einfach mal auf. Natürlich kompliziere ich das jetzt nach, weil ich da jetzt, weil ich im Spiel dann mich dann konzentrieren muss und mit meinen Freunden reden, die mir dann, ja, zur Seite stehen sozusagen. Ne? Und ja, ich glaube, die Ziffern da sind ein kleines bisschen zu klein, aber naja. Schauen wir mal. Und ich bin Fiora, dieses Spiel, und wir spielen gerade auf der Era 5 gegen 5 auf einer einzigen Lane sozusagen, und ich bin gerade die ein paar ersten Minuten AFK gewesen. Ja, weil ich nicht aufgepasst habe, wann das Spiel angefangen hat, und dann slow ich da mal ein bisschen down. Und da sehen wir schon, dass ich immer noch full life bin und die anderen was wieder schon fast alle Lowlife sind, aber naja, dann schauen wir uns mal das weiter an. Ich bin, das Spiel hat eigentlich immer 18 Minuten gerutscht, ja, halt durch von der Zahl her da. Aber naja, schauen wir mal weiter. Uff, da hat Weiger den Stun eigentlich ganz schön gehittet, aber naja, man konnte nichts draus machen. Nicht so viel, weil nur er konnte eigentlich mit Weiger attackieren. Da ist Sinch eigentlich noch, irgendwie war er gerade nicht da und hat sich weggeflasht, aber mein Freund, ja, der Sir Rachel, der hat Kale gespielt und der ist dann leider kurz gestorben, ja. So, natürlich haben die jetzt gerade einen Vorrang sozusagen, weil jetzt führen sie gerade, weil die gerade am First Blood und dann haben auch noch Sinch getötet. Und da bin ich reingesprungen, dann wollte ich die Y unbedingt haben und dann bin ich da extra noch gestorben, ja. Dann bin ich noch eiskalt gestorben, weil ich verdammt, weil ich die Y unbedingt haben wollte und ja, es wurde leider nichts daraus und ja, dann bin ich gestorben und meine Items sind gerade Doran's Shield, Doran's Blade, ein Laufstiefel und ein Heal Pot. Ich habe 7 Creed Forms und ein Death. Wow. So, ja, Level 3 natürlich, die gehen jetzt schon alle Level 4. Da waren wir eigentlich, warum sage ich eigentlich, verdammt, das darf ich gar nicht sagen. und ich habe mich gerade voll verschluckt, das ist auch so nicht so besonders. Und ja, da wurde der Sinch mal wieder. Und das war schon sein zweiter Tod in diesem Spiel. Bis jetzt, sozusagen in den ersten 3 Minuten. Er steht 4-0 für die Gegner und wir sind gerade irgendwie hart am Verlieren. Da die eigentlich, wie viele Range-Charaktere? Ja, 2, aber Diana kann dann auch noch Range attackieren, also haben die 3 sozusagen, 2,5. Und wir haben 3 Range-Characters und ja, naja, konnten auch noch nichts draus machen, weil wir noch keine Level hatten. Und ja, steht immer noch 4-0. Das Gold ist auf deren Team natürlich stärker ausgeprägt. 0-0 Türme und ja, die Minion Farms sind ja auch nicht so. Auf ARAM kann man nicht so gut farmen. Und da bin ich jetzt reingegangen, wollte diese CBO unbedingt wieder haben und dann bin ich wieder gestorben. So, und das war schon mein zweiter Tod in diesem Game. So, dann hat Sora geschafft, den Trundle zu töten, weil Sinch ihn weggeflippt hat und ja, so steht es 5-1. Mein Kumpel hier ist da jetzt reingegangen und wollte mal die Fistforge ein bisschen heben, also aber nicht so gut hingekriegt und aber der Sinch ist dann noch leider gestorben, da er die Fistforge wollte. Aber und er hat nicht geschafft. Die Silver ist da, spielt ein bisschen aggressiv mit ein bisschen Leben, aber da ist die Diana reingesprungen mit ihrer Ulti und hat Kale ausgenockt. So, da bin ich wieder gekommen und habe da einfach ein Doppelkill gerissen. So, da ich wusste, dass ich die Wein nicht schaffen kann, bin ich einfach nur weggedasht und hol mir jetzt den Heal. So, es steht 7-3 und ich habe 2 Kills und die Sorak hat einen Kill. Warum sage ich eigentlich wieder? Ach verdammt. So, so, jetzt habe ich meine Ulti bekommen. Gehe natürlich darauf auf die Sivir und töte sie.
gleich darauf. So, und dann hat Sinch mir geholfen und sie weggeflippt und ich bin immer noch am Leben gewesen, weil ich zu ihr dashen konnte und sie einfach weg totschlagen konnte. Und da bin ich wieder reingerannt, wollte eigentlich noch einen Assist haben. Habe ich auch geschafft. Oder ich wollte eigentlich auch den Kill haben, aber naja. Es steht 7-6 jetzt für uns. Es wird immer besser und ich habe einen Score von 4-2. Und der Weiger hat einen 1-0 Score und die Soraka einen 1-0 Score. Ich bleibe eigentlich immer noch ein bisschen mit Lowlife, da man in diesem Modus nicht backgehen kann. Und der Soraka Heal, der ist auch sehr schön, da das ganze Team heilen kann. Und dann haben wir ja noch Kale. Kale kann auch heilen und das ist auch ein auch dann das Ultimativ. So, dann versuchen wir mal gerade die Lane zu pushen, da die uns sehr zugesetzt haben in dem Tower. Und ja, dann schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Das Goal ist jetzt Gleichstand. Er ist gleich sozusagen. 7-6, halt 7-6 Kills und das Gold ist gleich. 15.9k. Okay, ja, es geht immer weiter auf, aber ja, schon. So, dann schauen wir mal weiter. Der Sinch spielt eigentlich nur, der geht eigentlich immer da rein, weil er sein Gift auf den Gegner machen will. Da sein Gift sehr viel Schaden macht. Na, okay, sehr viel. Ja, der macht so ein bisschen Schaden. Da bin ich wieder reingesprungen und wollte mal ein bisschen die Sivir bocken, sozusagen töten. Ja. Und ja, da die war ja wieder Lowlife und. Oh, meine Maus, ups. LOL. Da hat die. Wo bin ich eigentlich? Wo bin ich? Oh verdammt. Ich verliere gerade alles aus dem Mund. Okay, da habe ich gerade der eine getötet. Die Soraka ist so ein bisschen Leben davon gekommen, weil die Kale sie ihn ganz schön geultete. So, und dann kommt der Weiger Stun, aber niemand war. Es war leider niemand in Reichweite, um attackieren zu können. Aber da kommt die Sivir wieder. Oh, die Sivir spielt aggressiv. Und da wurde mein Freund einfach jetzt aus. Eiskalt ausgenockt, weil die im Busch da gekämpft haben. Da bin ich reingesprungen, Double-Jump gemacht, auf UI und dann bin ich danach extra fast rausgekommen, oder? Ich hab's extra noch überlebt. Ja, das war einfach nur, wow. Die Barriere hat mir geholfen, die Trundle-Ulti einfach nur abzublocken, weil die Trundle-Ulti zieht mein Leben immer weg. Und da habe ich wieder ein Kreis gemacht, sozusagen fast ein Kreis, aber nein, da bin ich reingesprungen, habe eine Ulti gezogen und da habe ich meinen Kill geschafft und ich bin extra noch wieder, ich bin wieder rausgekommen, das Score steht 9-11 jetzt und ich habe einen Score von 8-2, das war einfach nur, wow, einfach nur ultimativ geplayed von mir, oder okay, es ist so ultimativ geplayed, war das jetzt nicht von mir, aber ja, es war eigentlich schon sehr gut gemacht von mir, hoffe ich zumindest, und ja, die Diana, ich weiß jetzt auch nicht, was die machen wollte, aber ja, wir haben halt die Kill bekommen. So, und das ist ein Score von 9-13. Wir sind in das Purple Team, halt mein Team ist in Führung mit dem Gold. Und meine Farms sind die meisten Farms im Gap. Mit 21. Sehen wir bitte. Aber naja, da wollte die Vibe mich drauf gehen, aber da hat die Kaylee Ultimate auf mich drauf gemacht. Das hat mein Leben so sehr gerettet. Mein Kumpel hat das, wow, das war einfach nur ultimativ geplayed von ihm, Alter. Das muss ich zugeben. Das war einfach nur ultimativ gemacht von ihm. Und mein ganzes Team ist low life, aber das generische Team ist full life. Eigentlich fast alle. Okay, Trump ist ein bisschen low, aber er hat sich gerade wieder regeneriert durch den Heal-Finger. Durch den Heal-Pack. So, es steht 8-2 für mich. Sozusagen mein Score ist 8-2, aber ich muss dann bald wieder sterben, da ich dann Items kaufen muss. Weil man kann jetzt nicht mit 0 Toten da die ganze Zeit da bleiben. Und da kommt die Diana reingesprungen, wurde gestunt und von dem Weiger und ich habe den Kill gemacht. Oder das ganze Team hat mir geholfen und ich habe halt den Kill abgesnackt am Ende. Aber naja. So, mein ganzes Team ist, ja, unter dem halben Leben. Sogar ich auch noch. Ich bin auch noch unter dem Half-Life und ja. Sie nie so prickeln für uns aus, aber naja, da hat das Spell Shield von der Sivir ein bisschen was abgefangen. Bisschen, und da ist der Sinch gestorben, leider. Und, oh, man hört die Musik fast gar nicht mehr. So, okay, und da bin ich gerade aus dem Konzept gebracht worden, okay. So, da kommt die Miss Fortune Ultimate. Und hat meinen Kumpel der Kale gekillt. Die Miss Fortune geht da rein und ich versuche sie zu killen. Aber ich habe es leider nicht geschafft. Doch, da sie ihre Barriere benutzt hat. Und ich versuche, da ich eine Passive habe, wo ich mein Leben regeneriere, versuche ich immer die Minions ein bisschen zu hitten und auch die Champions. Dass ich da einfach reingehen kann. Und da bin ich reingesprungen und habe eine Ulti gezogen. Dann habe ich noch einen Kill rausholen können und bin dann gestorben. Und es steht jetzt für mein Score ist 11-3. Und es ist
13 zu 16 Kills. So, was ich mir gekauft habe, war eine, da habe ich gerade mit meinem Revengeance Hydra aus Versehen wieder verkauft, eigentlich mein Undude, sozusagen, und da habe ich meine Revengeance Hydra wieder, Berserker Greaves, Doran Shield, Doran's Blade und Doran's Blade, und dann habe ich noch einen Healpot, immer noch. und dann bin ich gerade auf dem Weg, und hier geht gerade die Party ab, wie ich sehe. Da habe ich dann nie besonders zugeschaut, und ich habe, glaube ich, noch ein bisschen was gewartet, ne? Ja, genau, damit ich das Geld für das zweite Doran's Shield habe. So, und ja, dann bewege ich mal ganz langsam in den Lane. Eigentlich sah es am Anfang nicht so gut für uns aus, und aber die Gegner sind in einem Turm, halt, die haben unseren Turm zerstört da. Und wir haben falscher Turm. da ist er richtig gut. So, da wurde von den Gegnern, glaube ich, engaged, und da bin ich noch reingekommen und habe einfach alles sozusagen zerstört, wie ich konnte. Ja, da hat mein Kumpel einen Doppelkill bekommen, ich habe einen Kill davon bekommen. Ich habe meine Revenge des Hydra benutzt, aber ich glaube nicht, nein, ich habe meine Ulti nicht benutzt, warte. Nein, habe ich nicht, weil ich keine Ulti habe. Oh, da habe ich mir den Miss Fortune eigentlich weggesnackt mit der Kuh. Was kann man? Mein Lifesteal ist eigentlich auch sehr gut, da der Around-Schaden mir auch Lifesteal gibt. Und da sehen wir auf der rechten Seite, dass ich meine Ulti noch nie habe. Aber warte, ich mach mal den Chat an. Ja, genau. So, das geht doch. So, da wurde ich dann attackiert von den ganzen da, und da ist die Diana reingekommen und wollte mich töten, aber nein, das habe ich nicht zugelassen, habe eine Kuh gemacht, und dann ist sie gestorben. Ich bin dann auf dem Killing Spreeder. So, und da, ich glaube, nein, da stirbt Singed leider, oder? Schauen wir mal. Ja, Singed ist leider tot. Ich war back zum Heilen und konnte meinem Team nicht helfen. Und deswegen habe ich jetzt bin ich einfach wieder reingejumpt in die Weihe. Und ich habe natürlich meine Ultimate noch. Und dann ziehe ich diese beiden AD Carries da down und habe einen Doppelkill geschafft. So, und dann kommt dann noch Trundle. Ich versuche Trundle zu töten. Was mir eigentlich auch ganz gut gelingt. Und habe es auch geschafft. Und jetzt, ich dominiere gerade. Das ist, ich dominiere sozusagen. Und ich habe einen Score von 17. zu 3. So, dann versucht mich die Diana zu töten und hat es dann nie geschafft, und ja, hab dann meine Hydra benutzt, meine Kuh, und dann war sie auch wieder tot. Mein Score ist jetzt 18 zu 3, der Gesamtscore ist 17 zu 27, wir sind im Gold in Führung, der Turm ist gleich drauf, und die Miss Fortune versucht gerade die Soraka zu killen. Da habe ich versucht, ein bisschen Schaden an der Miss Fortune zu machen, und aber der Schaden von der Kay war nur ultimativ, und der wird mit einem Kuh weggeburstet, Alter. Das war einfach nur geil. So, da hat der den Singed geultet und konnte sich selber nicht mehr ultimen. Leider. Und ich kann da leider auch nichts machen, da ich meine Ulti noch nicht habe. Und Fiora ohne Ulti ist ja auch nicht so das Prickeln davon, Prickeln, Alter. So, da bin ich auf das Ziel gejumpt, damit ich mal einen Kill hole, aber ich hab's dann noch rausgeschafft, oder auch nicht, okay. Wegen der Trundle Ultimate habe ich es leider nicht mehr geschafft zu überleben. Aber naja, durch meinen 19 zu 4 Score konnte ich mir natürlich ein bisschen was leisten. Und habe mir dann kurzerhand was verkauft. Ich glaube, muss ich mal schauen, was ich verkauft habe. Gut schon. Ja, da habe ich mir ein Last Whisper gekauft und ein Doran Shield verkauft. Oh, und ja, da verlieren die gerade ein bisschen, mein Team verliert da gerade ein bisschen, aber ja, es geht schon. Und die Soraka ist nullmal gestorben bis jetzt, ja. Sie hat eigentlich nur einen Kelch, da diesen Kelch, ja, ich habe keine Ahnung, wie er auf Deutsch heißt, aber da hat sie nur diesen Kelch gehabt, mehr nicht. Und ja, da bin ich reingerannt, und da hat mich mein Kumpel geultet. Es war einfach nur wow, das war extremst nice. Und natürlich, ich bin da reingegangen, weil ich meine Ultimate noch habe, weil sonst wäre ich da gar nicht reingegangen, und dann haben wir das ganze gegnerische Team einfach nur zerstört. Das ist einfach nur wow, ultimativ gewesen. Ich habe einen AD von 308, wenn man das sehen kann. Durch den Last Whisper und Revenant Hydra und zwei Doran's Blade, meine passiven Runen und den neuen Masteries, das ist einfach nur wow. habe ich 308 AD gehabt, und ja, dann muss ich mal schauen, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Komm.
Was mache ich eigentlich? Achso, ich lache die Gegner. Das ist, nein, ja, weil wir nichts machen konnten, habe ich einfach nur jetzt einfach nur, ich da nur gestanden und habe nichts gemacht. da wir jetzt nicht pushen können. So, nein, ich hätte ja auch gar nichts machen können, weil die sind unterm Turm und ich kann die leider nicht unterm Turm angreifen. Da bin ich auf die Stiebel raufgegangen, habe eine Rangers Hideout benutzt und alles benutzt und da hat mein Kumpel mir noch geultet. Und da habe ich noch die Diana bekommen, oder ja, er weigert die Diana bekommen. Da bin ich direkt auf die Miss Fortune geswitcht. Und der Singe hat die Miss Fortune leider von mir weggehauen. Und so konnte ich diese Miss Fortune nicht mehr töten, weil er den einfach von mir weggeschlagen hat. Ich meine Kuh nicht mehr benutzen konnte. Da holt sich die Miss Fortune eiskalt, die ganzen Heals. Er knockt die Miss Fortune weg. Die Miss Fortune stirbt an seinem Gift. Und weil Singes Gift ist eigentlich schon extremst nice. Und da versucht der Singe noch irgendwas zu reißen. So unterm Tower. Ja. Von ja, so irgendwie ganz gut funktioniert, aber auch nicht. So, was habe ich da alles gehabt jetzt? Ja, da habe ich mir noch einen Stachel gehaust, so ein Stinger. Für mehr Angriffsschaden. Ah, nee, nicht Angriffsschaden, sorry, für den Cooldown Reduction und für den Angriffstempo. Damit ich mehr Angriffstempo habe. Und meine Spells bringen mir auch noch Angriffstempo. Ich drücke mal runter drauf. Da. In 3 Sekunden habe ich meine Ulti wieder. So, da habe ich meine Ulti wieder. Alle meine Spells ready. Ulti erst Level auf Level 2. Ich bin erst Level 15. Ja. Okay, und der Gesamt. Oh, da habe ich mir noch. Da war der Singe-Flip eigentlich extrem gut. Da bin ich reingejumpt. Habe leider meine Ulti nicht ziehen können, aus dem Grund, weil ich einfach nur Fail geklickt habe. Der Singe lauft da rein. Und. Na, der Singe wollte die Wahl eigentlich bekommen, hat es aber nicht geschafft. Und für ihn sieht es irgendwie schlecht aus. Da macht der Wahl ein Doppelkill mit seinen Stunts und mit der Soraka hier. Die Soraka ist schon einmal gestorben, hat Deathfire Grasp, Deathcap, Revenant Deathcap und dann ein Unholy Grey. So, wo bin ich jetzt eigentlich? Ah, da, aber ich bin immer noch tot, oh, der Death-Time ist aber lang. Da wurde die Kehle ausgenockt und der Singe hat es endlich geschafft, seine Wahl zu bekommen und das war einfach nur toll. So, da laufe ich gerade mit einem steckenden Tempo dahin. Ja, ich habe mir noch eine Pickaxe gekauft, weil, besser als gar nichts zu kaufen, weil ich kriege ja mehr Schaden mit Pickaxe zu 25 und dann habe ich noch einen Schaden von 322 und da bin ich gerade stehen geblieben, weil ich im All Chat was geschrieben habe, was man hier nicht sehen kann, oder? Ah, ah. Nein, kann man nicht sehen. Naja, okay. So. Jetzt müssen wir schauen. Da bin ich, da hat mich einfach die Miss Fortune aufgeregt, dass die mich einen Hacker nannt, weil ich so viel AD habe. Da bin ich jetzt einfach reingegangen und hab dir einfach einen Double Kill gemacht, weil es mich einfach wirklich aufgeregt hat, dass die einfach nur so Noob Hacker. Warum hast du 300 AD alle nur mit Revenge? Nur mit Revenge Hydra und Last Whisper. Und da habe ich ihr noch gesagt, dass ich Master Mist Runen habe und dann und meine Passiv bringt dann auch noch mehr Angriffsschaden. Und dann ist die einfach, hat die ja gar nichts mehr gesagt, weil die einfach nichts mehr wusste, was die wusste einfach nicht, was sie sagen soll gegen das. Und da hatte ich mich das einfach nur so aufgeregt und ich bin einfach nur reingesprungen und habe sie getötet. Ich mag sowas nicht. Es gibt Spiele, wo Leute hacken, aber ich finde das so gut. In Leech, da kann man gar nicht hacken. Das ist gar nicht möglich, dass man in Leech of Legends hackt. Da kommen so regelmäßig viele Updates raus, da kommen die Hacker gar nicht nach, die können gar nicht hacken. Das ist gar nicht möglich. Das ist einfach nur extrem gut. Da bin ich nicht mehr dahin gekommen und dann habe ich das Spiel beendet. Und das war ein 25-50. Und ich hatte einen Score von 23-7 und 16. Das war einfach nur ein ultimatives Spiel. Und ja, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.